Herzlich willkommen wieder mal live aus dem Humsis Filmstudio. Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich euch. Was für eine ereignisreiche Woche. Also es hat sich sehr viel getan. Nicht nur in der Welt, sondern auch bei mir. Also wie viele von euch sind wieder bereit, mehr zu erfahren aus meinem Leben oder eben was ich euch erzählen will? Die spannenden Dinge, die ich mit euch teilen will. Ich habe heute oder gestern ein Video gepostet von Professor Dr. Loin Yang Kwai, den ich eben vor einigen Jahren begegnet bin durch einen Film Die Wunder der Lebenskraft. Und so ist es dazu gekommen, dass ich bei ihm lernen wollte. Und daraus hat sich auch ein bisschen eine Verbindung entwickelt und auch die Arche Research Facebook-Seite, die ich leite. Und ich habe euch wieder ein bisschen was für euch vorbereitet, also wie viele sind wieder bereit, 100% ihre Aufmerksamkeit und Energie in meine Informationen, diesen Informationen zu widmen. Die dürfen gerne mal im Kommentarfeld reinschreiben, bin bereit dafür. Und ich habe ja auch ein Buch, das, was ich mich dieses Wochenende beginnen werde, von Matthew McConaughey, Green Lights oder die Kunst bergab zu rennen. Und gleich mal als Einstieg da unten, weil das einfach, glaube ich, ein bisschen passt, auf der Rückseite vom Buch. Vor kurzem habe ich alle Mut zusammengerafft und dieses Buch geschrieben. Ein Erinnerungsalbum, eine Chronik, die Geschichte meines bisherigen Lebens. Es enthält 50 Jahre meiner Eindrücke und Einsichten, meiner Intuition und Erkenntnisse, meiner Coolness und meiner Scham. Es erzählt von Gnade, Wahrheit und der Schönheit im Brutalen, vom Entwischen und Erwischtwerden und davon, wie nass ich oft wurde. Wenn ich versuchte, zwischen den Regentropfen zu tanzen, dieses Buch ist ein Liebesbrief an das Leben von Matthew McConaughey. Also ich bin schon ziemlich gespannt auf dieses Buch. Es hat in meinem Leben ja auch viele Situationen gegeben, wo ich mehr oder weniger ein bisschen nass wurde und wo sich einfach einiges verändert hat in meinem Leben. Das waren ganz wesentliche Faktoren 2008 mit der Ausbildung zum Sport- und Fitnesstrainer, damals bei der Body and Health Academy. Dann die Begegnung zu Professor Dr. Loin Yang Kwai hat einiges bei mir verändert. Und dann ein weiterer Punkt, die Fortbildung bei Damien Richter, die Destiny Masterclass und die Bowen-Technik oder die Körperarbeit Bowen-Technik. Das waren ein paar so wichtige Schlüsselelemente, die mich in meinem Leben vorangebracht haben. Plus die Cash Flow Secrets, wo ich einmal dann gelernt habe, wirklich einmal was das Finanzsystem bedeutet, was Investieren in deinem Leben verändern kann, was finanzielle Freiheit ist, was das überhaupt heißt. Und so war der Einstieg in dieses ganze Mysterium. Aber nicht nur das Ganze hat mich weitergebracht, sondern hat auch mein Denken enorm verändert. Vor allem, wenn man mal ein bisschen was über die taoistische Medizin erfährt, also die taoistische Medizin, die interne Medizin, also das, was vom Inneren des Körpers kommt, nicht was von außen kommt, also die traditionelle chinesische Medizin, die was ja auch diesen entwickelt hat, besteht aus zwei Bereichen, also das, was von außen kommt, zum Beispiel die Kräutermedizin, Akupunktur und so weiter, aber genauso das, was aus innen kommt, was jetzt heute als Qigong bezeichnet wird, aber Jahrtausende alt ist. Und als ich da erlebt habe auf diesem Sommercamp die 9 Tage, was mit Energie möglich ist, was der Professor da bei den Leuten innerhalb von ein paar Sekunden auswirken kann, dass er dich überlädt und du kommst in eine spontane Heilung, fällst um und dann beginnt das in deinem Körper zu arbeiten und deine Gehirnwellen verändern sich und du kommst in einen Zustand, wo du gar nicht richtig wach bist, aber auch nicht schläfst, also du kommst in ein unbewusstes Selbstheilungsprogramm des eigenen Körpers, was er beherrscht, was er eigentlich kann, was wir aber verlernt haben, weil wir über die Gesellschaft ziemlich zugemacht worden sind über ziemlich viele Jahre. Und die BRICS-Staaten sind ja auch ein Teil dessen, dass sie die jetzt ein bisschen von ihrem Knechtschaft rausbringen wollen. Das wird auch im Finanzsystem wieder einiges verändern. Vielleicht liegen da auch andere Hintergründe dahinter, dass die dann ihre eigenen CBDCs launchen wollen. Wer weiß, welche Mächte da noch im Hintergrund spielen. Und was ja auch diese Woche
noch passiert ist, dass ich einfach schon in den Vorbereitungen bin für meine Kanada-Reise. Also ich werde dann Ende September mal nach Kanada fliegen, 2 Wochen. Und was auch gekommen ist für den nächsten Punkt, und zwar habe ich ja dann im November geplant, bei uns im Ort, gibt es ja wieder eine Gewerbemesse, da auch wieder ein bisschen aktiv zu sein und für das auch ein bisschen zu bewerben und werben, was mich bewegt, und zwar dem Geldsystem oder dem neuen Bezahlsystem, was gerade in der Hochphase ist, eine App, die etwas verändern wird. Ich kann euch noch mal kurz zeigen, was ich da so die Woche bekommen habe. Und zwar eine Riesenladung von Flyern über dieses neue Bezahlsystem, das Sanus Pay-Bezahlsystem, was ein bisschen enorm viel verändern wird. Warum? Weil ein Payment-System auf einmal anfängt zu geben. Also wenn ich jetzt in ein Geldsystem etwas verankert habe, was ein Geben gibt, nicht so wie es jetzt ist, dass die Großmächtigen hergehen und die Inflation vorantreiben über die Covid-Situation und das Ganze, was ich in 2 Jahren wieder angerichtet habe, die Retraumatisierung von Kindern oder von Menschen, die bereits ein Trauma hatten und die durch diese Situation, durch diese Angst machen, wieder in dieses Trauma zurückschickst. Mit dem gibt es ja dann sehr viele Todesfälle, die was da passiert sind, weil Menschen mit ihrer Angst wieder konfrontiert werden, die innen drin steckt und nicht gelöst wurde. Und das, da dürfen sie und machen sie und sie werden nicht einmal dafür geahndet, was ja schon zeigt, wie schräg und verrückt die Gesellschaft überhaupt ist. Und wenn man sieht, was mit der taoistischen Medizin möglich ist, dass du da im Wald gehst, ein paar Atemübungen machst und dann vor allem in so eine spontane Heilung kommst, dann siehst du einfach, dass diese Medizin, die was eigentlich Jahrtausende Jahre alt ist, nicht den Stellenwert hat, den sie haben dürfte. Nur weil ein paar so Konzerne da die Macht über das Ganze haben. Und da sieht man einfach, was da wirklich abgeht. Und so ein Geldsystem, was eben da in dem Sanus Pay ein bisschen gezeigt wird, in diesem kurzen Flyer, nur angedeutet, wird einfach die Chance haben, erstens mal, dass andere versuchen, so etwas nachzuahmen, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht in der Kürze hinbringen, weil die haben Jahre gebraucht, um das zu dem Bereich zu entwickeln, wie das jetzt ist, Anfang von der Idee, Anfang von dem, dass man Unternehmen anschließt an diesem System, die sie dann auch nutzen können und sie von diesem Payment-System, was sie da auch überall weltweit brand ist, ein bisschen rausnehmen können. Klar kannst du dich jetzt nicht von staatlichen Währungen trennen, aber du kannst ein bisschen aus einem Umweg aus dieser deflationären Währung rausgehen. In das Gegenteil, also aus der inflationären, das habe ich versprochen, in eine deflationäre Währung. Und wenn das passieren würde, dann haben die Menschen auch die Möglichkeit, Sachen zu unterstützen und zu kaufen, die einen Mehrwert in der Menschheit bringen und nicht nach Sachen zu suchen, die am günstigsten sind und die aus irgendwelchen ausbeuterischen Gründen, genauso wie es bei mir passiert ist, dass eben die Schuhbranche in asiatische Länder verlegt wurde, weil sie da günstiger produzieren können und die Leute einfach weniger bezahlt kriegen für das, was sie produzieren oder machen. Und das ist ja dann oft das Thema. Man sieht ja auch, bei VW brennt schon das Dach. Warum? Weil halt die auch schon langsam nicht mehr das verkaufen können oder weil es Konkurrenz gibt, die in einem Markt unterwegs sind, wo sie noch nicht ansatzweise vorgedrungen sind. Und man sieht einfach, dass da in der Gesellschaft durch das Finanzsystem, auch wie man wirtschaften, auch erstens mal sehr viel zerstört wurde, die Umwelt zerstört wurde, die Menschen kaputt gemacht wurden. Man kann ja jetzt auch ein bisschen aus der Situation sprechen, was ich in den letzten 2, 3 Jahren erlebt habe, wie die Covid-Situation war. Ich war in 3 unterschiedlichen Unternehmen tätig. In einem bin ich gefeuert worden oder rausgehaut worden, weil ich meine Meinung gesagt habe, weil ich gesagt habe, das, was ihr da mitmacht, ihr macht euch im Prinzip mitverantwortlich. Ihr könnt genauso eine eigene Entscheidung treffen und sagen, ich mache da nicht mit. Und man sieht, wie viele Unternehmen nicht einmal die Schneid gehabt haben, dass sie da nicht mitmachen. Gegenteil, sie haben das sogar noch übertrieben, was ihnen vorgegeben wurde. Sie haben nicht einmal den Mut gehabt, also den Mut, etwas dagegen zu tun und aufzustehen und zu sagen, was ihr da macht, da mache ich nicht mit. Und das war so weit in Unternehmen, dass ein Lehrling so weit traktiert wurde, weil er nicht geimpft war, dass er nicht mehr in die Arbeit gekommen ist. Die Chefin ist ihm nachgelaufen, weil er neben den anderen Lehrlingen gesessen ist, ohne Maske, und hat ihn ermahnt. Das war bei der Jausenpause, einmal in der kurzen Pause, so 15 Minuten, war dasselbe noch einmal.
Das hat in mir schon so gebrannt. Also bei mir ist ein Funke entfacht worden, weil das habe ich mir nicht anschauen können, was da passiert. Und dann war das Thema mit dem ganzen Sache, wie es gewesen ist, wo dann der reine PCR-Test nicht mehr gereicht hat, sondern dann wollten sie so einen, nicht der PCR-Test, sondern der Antigen-Test, also der Zuhause-Test, wo du so einen kleinen Teststreifen hast, der über deinen Körper aussagen soll, ob du jetzt krank bist oder nicht. Weil wenn du das spürst im eigenen Körper, was ich sehr feinfühlig bin, dann spürt es teilweise schon, zack, da kommt was. Da brauche ich also einen Test, da kann das der Test noch nicht einmal nachweisen, weiß ich schon, dass in meinem Körper etwas vorgeht. Wer feinfühlig ist, wer ein bisschen ein Gespür hat für seinen Körper, der wird merken, wenn das, wenn sich da etwas anbahnt, was so ein Test gar nicht kann. Und da wurde ich dann gezwungen, dass ich jeden Tag so 15 Minuten irgendwo hinfahre, weil da waren ja die Geschäftstests noch nicht möglich, also wo irgendwo dein Geschäft so ein Drum abholst, dann tust du da ein bisschen gurgeln und dann tust du es wieder rein und dann schickst du es in ein Labor, das war dann noch nicht möglich. Und dann habe ich ihm gesagt, so, es tut mir leid, aber ich habe nichts anderes mit, wie so ein Heimtest, der da die Gültigkeit verloren hat. Und ich wollte bei mir im Dorf da zum Hausarzt gehen und dann habe ich eine Schlange bis zur Kirche gesehen und habe gesagt, ich bin eine Deppern und stelle mich da an, auf gut Deutsch gesagt, damit ich euch belege, dass ich da gesund bin und arbeiten kann, weil ich ja besser selber spüre als so ein Test. Und das ist mir natürlich auch sauer aufgestoßen, vor allem wie dann die zwei Lehrling, wie es den Lehrling da traktiert und das war ja vorher noch. Und dann habe ich schon von mehreren von der Weiten gesagt, wie dann der Geschäftsführer in der Firma durchgegangen ist und da das Test wieder kontrollieren wollte, habe ich dann gesagt, ich habe auch nichts anderes mit, weil mein Kollege hatte auch so einen Antigen-Test und keinen PCR-Test, der dann gefordert wurde. Und dann bin ich da natürlich mit ihm ein bisschen in der Diskussion gekommen, in der Konfrontation und bin halt dann ein wenig lauter geworden und ich habe gesagt, das ist ein Irrenhaus, was da abgeht und ihr müsst da nicht mitmachen und ab dann bin ich eine Stunde später gekündigt worden. Da sieht man einfach, was heute los ist, wenn man in der Gesellschaft, wenn man seine Meinung sagt und wenn man nicht konträr geht zu dem, was alles von einer Instanz oder von ein paar wenigen vorgegeben wird, auch wenn es nur so verrückt ist und die Umwelt zerstört und alles kaputt macht, Hauptsache du schwimmst irgendwie mit im Strom und tust genau dasselbe, was andere tun, auch wenn es nur so falsch ist. Hauptsache mitmachen. Und dann bist du halt gleich mal weg. Mir hat das aber dann nicht gestört, weil im Endeffekt haben sie mir nur geholfen, wieder einen Schritt weiter zu gehen und voranzukommen und in einem neuen Unternehmen, wo es nicht so verrückt sind. Und hat halt dann die Situation wieder für mich ein bisschen erleichtert. Und dann war ich im letzten Jahr im November beim Damenrichter auf der Destiny Masterclass, wo mir dann auch nur meine männliche Energie befreit wurde in einer 1500 Menschen Prozessarbeit, in einer Meditation mit den Ahnen verbunden und dem Ritual der Freiheit ist meine männliche Energie befreit worden, die was über Jahrzehnte blockiert war und die jetzt fließt und die man teilweise auch spürt und sieht, wenn ich jetzt spreche, weil die Energie eine ganz andere ist jetzt in meinem Körper. Und dann hat sie auch mein System komplett durcheinander geworfen. Zuerst Gedanken, Karussell, Müdigkeit, Plattheit durch die 5 anstrengenden Tage und dann hat sie mein Bewusstsein verändert. Ich habe vor allem Dinge wieder ein bisschen anders mehr wahrgenommen, Energie noch besser gespürt. Also ich habe gemerkt, in meinem Körper ist etwas wieder in den Fluss gekommen oder dorthin, wo es eigentlich sein könnte. Und wenn man sich so ein bisschen in der Gesellschaft anschaut, wie viele Menschen nicht in ihrer Energie sind, das sind jede Menge, weil sie mehr oder weniger Energie oder Emotionen nicht leben durften in der Kindheit oder eben sich anpassen mussten, weil sie in der Gesellschaft dann vielleicht als verrückt bezeichnet werden oder was ist denn das für ein Verrückter oder ein Schräger oder einfach, schaut mal, würde es heute jemand in der Barfuß in der Stadt herumlaufen und schauen dich alle blöd an. Weil das einfach schon so ganz normal ist, dass wir uns irgendwo in Schuhe zwängen, ist ja auch bei den Frauen dasselbe, die nehmen dann so hochhackigen Schuhe, Hauptsache sie folgen dem Mainstream, weil das irgendwo in Werbungen gezeigt wird und die Frauen überall mit den hochhackigen Schuhen rumstehen, auch wenn es mit einem menschlichen Fuß oder mit dem Körpersystem komplett konträr geht, wird es trotzdem gemacht. Wir haben ja auch hier im unteren Fußgewölbe in der Mitte den Nierenmeridian, der uns mit der Erdenergie verbindet und wo wir uns eigentlich im Prinzip komplett abschotten, wenn wir nur Schuhe tragen. Und das macht ja auch Sinn, barfuß zu gehen. Da gibt es auch schon viele wissenschaftliche Forschung, das nennt sich dann Earthing.
was das im Körper verändert, wenn du dich mal barfuß aus einem Boden, einem natürlichen Boden, wieder einer Wiese oder einem Waldboden hinbewegst und dann die Energie einfach zu fließen beginnt, weil wir uns ja im Prinzip durch so einen Fuß, so einen Schuh abschotten von den Energien der Erde. Und wenn du dann merkst, wenn du so spontan so eine Übung im Wald machst, wo du dann den Körper öffnest mit so ganz speziellen Methoden wie der Ohrentrommel und den Augen und der Zunge und dem Kiefer und so weiter, wo du dann im Prinzip die Meridiane öffnest am frühen Morgen zur Hochphase der Sonne, wo du ein bisschen in die Sonne da auch nutzen kannst, um die Zirbeldrüse zu aktivieren, die Atmung und was dann im Körper passiert, wo du vor allem für eine Energie merkst, was da ist, wenn das alles erwacht, die Hochphase Energie startet in den Tag, über die taoistische Medizin deine Übungen machst, was diesem Körper bewegt und wie sensationell das ist, wenn du dann auch diesen Kontakt zum Boden hast und du merkst, wie die Energie zu fließen beginnt, wie du aufgeladen wirst, wie eine Batterie. Und wenn man auch längere Zeit in der Natur ist, dann merkt man auch, wie man wieder Energie bekommt, als wenn man sich nur in Räumen aufhält. Und viele Menschen sind heute nur mehr in Räumen drin oder auf Großteil des Tages. Sie werden sogar noch an Maschinen gekettet und in ein System gezwängt, wo der Mensch gar nicht hingehört, wo er noch krank wird. In Nachtschichtarbeit, wo es gar nicht notwendig wäre, wenn wir ein bisschen anders mit unserer System arbeiten würden, weil wir bauen ja Produkte, damit sie morgen wieder kaputt werden oder in einem Jahr oder zwei Jahren. Und genauso wie es im Smartphone-Bereich passiert, dass man Handys baut, wo du nicht einmal einen Akku tauschen kannst. Und das machen alle nach, weil es ein Geschäftsmodell ist. Und da siehst du einfach, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Dann baut man Elektroautos, die wieder nicht besser sind. Alles nur, weil das System so bestehen soll, wie es weiterhin ist. Und wir brauchen einfach da einen Wirtschaftswandel und einen Systemwandel. Und das wird es einleiten, ihr werdet es sehen. Ich kann es sehen, ich habe eine Verbindung zu dem, was kommen wird. Und weil ich einfach die Menschen dahinter kenne, persönlich kenne, nicht so wie es bei manchen Krypto-Projekten ist, wo du vor der Weite ein bisschen draufschauen kannst, als wenn du die Leute dahinter kennst, die das mit aufgebaut haben. Weil oft hast du da gar nicht so den Einblick, wenn du irgendwo im Kryptomarkt investierst, bekommst nicht so den hautnahen Einblick, was da für Herausforderungen gerade da sind oder wo sie gerade stehen. Und wenn du da mit vorne dabei bist und da mit dem Chef selber reden kannst oder hin und wieder mal nachfragen kannst oder auch direkt Informationen von anderen Personen gleich kriegst, die einfach mit ihm regelmäßig Gespräche haben, dann siehst du eben da den Unterschied und weißt, wohin die Richtung geht. Aber das Besondere an dem Payment-System, nur mal ein bisschen darauf einzusteigen, ist, dass sie mehr oder weniger eine App bauen, die weltweit nutzbar ist, in verschiedene Landeswährungen das dann automatisch umrechnet. Also du siehst genau, wenn du jetzt in Österreich von Euro abhängig bist, siehst du deine Euro und das wird automatisch in den Coin umgerechnet, wie viel das dann im Prinzip sind. Und dann kannst du dir Unternehmen raussuchen, wo du mit denen bereits bezahlen kannst, über eine Karte gehst rein oder suchst nach gewissen Begriffen. So haben wir einen Online-Marktplatz, so ähnlich wie bei Unternehmen, die das derzeit schon haben, die aber nicht so positive Ursachen oder die so viel Positives aus der Welt bewegen. Und dann findest du kleine Unternehmen, die jetzt eine Chance haben, sich in diesem System anzuschließen, um überleben zu können, weil es kämpfen ja einige Unternehmen schon ums Überleben, weil einfach die Inflation ihnen nicht das Leben erleichtert hat, die letzten zwei Jahre. Oder eben das, was gemacht wurde. Die Großen, klar, die werden weiterhin bestehen, weil die wird man ein Leben halten. Und die Kleinen, wo halt dann oft du ein bisschen andere Wahl hast, die gehen dann unter. Und dieses System bietet diesen Unternehmen die Chance. Und gleichzeitig den Menschen die Chance, die Unternehmen zu finden, bei ihnen mit dem Krypto-Payment zu bezahlen, Cashback zu halten. Ich bekomme bei jeder Zahlung etwas zurück. Und gleichzeitig kann ich das auch nur weiterempfehlen, dann bekomme ich von dieser Empfehlung wieder etwas zurück. Also ich bilde dadurch in rasanter Schnelle ein Netzwerk auf, am Payment-System, und das wird sich weltweit, gibt es ein paar schon Stellen, wo da Leute schon aktiv sind, verbreiten, und gleichzeitig wird jedes Mal etwas gegeben. Mit dem werden dann Projekte unterstützt, die normalerweise nie das Geld bekommen würden, so wie eine, die einfach Elefanten wieder rausholt aus ihrem Miserium, weil sie einfach verletzt wurden, missbraucht wurden von dem, was die Menschen mit ihnen gemacht haben, oder eben das Haifische. Da gibt es eine Frau,
die ist auf die Idee gekommen, dass sie Haifisch fängen, einfach Gäste bringt, dass sie die Haifische nicht mehr fangen, sondern beobachten, weil die im Prinzip davon abhängig waren, fürs Überleben. Ein paar so coole Projekte gibt's da, oder auch Brunnen, Wasserbrunnen, die schon gebaut wurden für Menschen. Und da habe ich auch vor einem Jahr, ist ja auch jemand dabei, der hat in Kambodscha schon viele Wasserbrunnen bauen lassen. Das ist der Fritz Kinninger, der hat einmal im Jahr einen Lauf, den Fünfbrückenlauf. Und den habe ich auch persönlich kennengelernt. Und den hat auch nur eine Funke, eine kleine Idee, weil er mal in Kambodscha mit einem Freund von ihm war, der ein Kambodschaner ist. Und dann hat er gesehen, was da in Kambodscha los ist. Und dann hat er die Idee kreiert, einen Brunnen zu bauen. Und aus diesem Brunnen sind hunderte Brunnen geworden. Nur die eine Idee und dann das Dranbleiben und das Tun hat das verändert. Und wenn man nur das Payment-System sieht, was da eben kreiert worden ist, was diese Idee verändern kann, wenn du jedes Mal etwas gibst, in eine Foundation angeschlossen ist, wo dann ein paar kleine, eine Frau, die ziemlich auf der Welt unterwegs war, dann auch die neuen Unternehmen ausfindig macht, wo dann die unterstützt werden können. Und dann gibt es sogar ein Voting, wo dann die Menschen mitbestimmen können, welches Projekt als nächstes unterstützt werden soll. Und du hast ein Payment-System, das endlich einmal geben integriert hat und nicht nur nehmen. Weil jetzt haben wir, dass wir aus der Gesellschaft nur genommen haben, wir haben aus der Natur nur genommen und nichts zurückgegeben. Wir haben ein Industriewerk aufgebaut, das Länder zerstört aus Mineralien, aus Rohstoffaspekte, aus der modernen Landwirtschaft, sei es jetzt, dass man Viehfutter in anderen Ländern erzeugt, also dass man das Land hernimmt und dann das bei uns wieder verfüttert, damit die Tiere schneller wachsen oder eben mehr Milch geben und so weiter. Und dann hast du einfach das Thema, dass wir jetzt die Chance haben, weil einfach die Zeit jetzt dafür reif ist, die Menschen kommen schon langsam werden ein bisschen wacher wie vorher, weil sie einfach gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt da doch nicht ganz, was dann jetzt passiert ist die letzten 2 Jahre. Manche checken es noch immer nicht, das Thema hat man leider, manche werden es einfach nicht begreifen, weil sie einfach so in ihrer Blase drin sind und die Augen so verschlossen haben, dass sie das gar nicht erkennen, was los ist oder was sie jetzt anbahnt. Und wenn wir einfach die Chance nutzen wollen, dass wir nicht weiterhin von denen geführt werden, die einfach die Umwelt und die Natur eigentlich nur zerstören, in dem, was sie das System aufgebaut haben, weil wenn es funktionieren würde, dann würde man nicht so viele Länder zerstören. Angefangen vom Rotschlamm, der aus Aluminiumabbau kommt, was ja auch fast überall eingesetzt wird, das erzählt dir aber niemand, was das verursacht. Das hat mir auch in meiner Lehre niemand erzählt, in der Werkzeugmacherlehre, wie ich da angefangen habe, was Aluminiumabbau verursacht. Sondern da hat man halt gelernt, was man mit denen alles machen kann. Dann hat man da ein bisschen feilen gelernt mit den Maschinen. Ich erzähle dir aber niemand die negativen Schattenzeiten. Die wollen sie ja gar nicht erzählen, weil sonst würdest du in dem Berufszweig vielleicht gar nicht mehr arbeiten wollen oder du würdest sehen, okay, was ich damit fördere oder mit unterstütze, ist zerstörerisch oder da werden die Menschen ausgebeutet, weil woher kommt denn das Aluminium? Nicht von uns Europäer irgendwo, zumindest nicht mehr vielen Ländern wird das abgebaut. Es hat einmal ich glaube, das war Ungarn oder irgendwo, hat es einen Rotschlammunfall einmal gegeben. Vor ein paar Jahren ist man noch bekannt. Nur wenn ihr mal anschaut, wo der Aluminium wirklich abgebaut wird, großteils, was das alleine anrichtet, dann sieht man einfach, wie zerstörerisch die Menschheit mit diesem Planeten umgeht, mit einem System, das einfach mehr zerstörerisch ist als positiv. Zumindest sehe ich das so. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Jeder hat seine eigene Meinung und seine eigene Sichtweise zu dem Thema, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. In dem Sinne war es das auch schon wieder aus dieser Woche. Wir werden dann auch Ende September ein bisschen was von Kanada sehen können. Mein erster Trip in die Vereinigten Staaten, mehr oder weniger, wird ja auch ziemlich interessant von mir werden, wenn ich einmal von da diesem Land ein bisschen Einblick kriege. Bei Afrika habe ich auch schon Einblicke bekommen, habe gesehen, was die für Herausforderungen haben. Habe auch eine wunderbare Frau kennengelernt, die auch mit ihrer Schwester zusammen einiges bewegen, die einfach so ein Skills-Zentrum entwickelt haben, wo sie Frauen beibringen, Handtaschen und Schmuck und Wandbehang und so weiter zu machen, aus Bananenblättern teilweise, also dass einfach das, was normalerweise weggeschmissen wird,
denen wieder einen Verwendungszweck zu geben und gleichzeitig kann das ja auch verrotten, was ja mit Plastik nicht unbedingt passiert, weil ich habe das zur Genüge gesehen, was da in Afrika, vor allem in den Städten, an Plastikmüll zu sehen sind, weil sie einfach diesem Problem nicht Herr geworden sind. Und da könnt ihr auch, könnt ihr eventuell dann einmal teilen, wo die dann einige Afrikaner dann hergehen und einfach schon diesem Thema sich widmen und die Herausforderungen angehen und wirklich anpacken, haben wir auch teilweise bei uns in Neukirchen schon gemacht, dass man einfach eine Sammelaktion einmal im Jahr hat, wo dann Müll gesammelt wird. Und was du alles findest, ist ja gigantisch, was du da im Müll findest. Aber wenn du dann in solche Länder kommst, dann siehst du wirklich, wie dramatisch das ist. Und da würde ich noch gar nicht so Abbaustellen gesehen haben, weil du willst, kommst normalerweise nicht hin in den Kongo oder wirst nicht hinfliegen. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie du da die Augen geöffnet werden. Wenn du auch siehst, welche Slums da gibt es in den Städten, wie die Menschen da leben, nur auf Kosten dessen, was wir da betreiben, dass wir heute halt mit ein paar Autos mehr rumfahren und das Silber und alles rausholen, damit nur mehr Gebäude gebaut werden und noch mehr zugepflastert wird an Natur und damit jeder wieder ein Haus und mehr stehen hat und gar keine Gemeinschaft mehr gibt, weil die Menschen, wenn da mal 4, 5 wo beieinander picken, dann haben sie eh schon Angst oder vergreien sie am besten, gibt's ja auch. Das war schon wieder aus meinem Humsis Filmstudio. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bin immer bereit für Austausch, kennenlernen, wer mich kennenlernen will persönlich, hat am November dann die Möglichkeit oder eben dann bei meinen weiteren Fortbildungen, die ich dann auch geben werde, will ja nächstes Jahr dann höchstwahrscheinlich auch nach China rüber und wieder so einem Sommercamp teilnehmen mit dem Professor Dr. Longyang Kwai, weil wir einfach ich da mich angeschlossen habe, um dieses alte Wissen 3, 4, 5.000 Jahre alt weiter zu verbreiten, dass die Menschheit endlich einmal wach wird, welche Kräfte in dem Universum, in der Natur da sind, wenn man nur lernt, diese zu nutzen und wie so ein Werkzeugkasten, natürlich, wie verwendet man es, weil es ja auch hier Risiken gibt, muss man natürlich hier die Basis lernen, deshalb will ich nur mehr lernen, um das dann auch anderen Menschen besser beibringen zu können. Und da könnte wahrscheinlich vielleicht nächstes Jahr auch in China bevorstehen. Mal schauen, ist jetzt noch nicht ganz fix, weil der Professor hat jetzt auch einen Touristenzentrum gefunden, also einen Menschen, der ihn eingeladen hat, wo dann in eine Höhle sein Forschungszentrum geplant ist, wo dann die Menschen dieses Wissen dann auch mehr lernen können und ein internationaler Austausch auch stattfindet, weil da sind ja auch zum Beispiel eine Ärztin aus Argentinien dabei und weltweit haben sie da ein Netzwerk gebildet an Menschen, die dieses alte Wissen und das, was eben der Professor Dr. Longyang Kwai aus 10, 20 Jahren oder 25 Jahren Erfahrungsschatz erlebt hat auf der ganzen Welt, was er auch gefilmt hat, an spontaneous Healing, an Selbstheilung von Menschen, an wirklich enormen Bewegungen oder Emotionen, die bei Menschen rauskommen, wann sie in so eine spontane Heilung kommen. Da kann die innerhalb von 10 Sekunden überladen, dieser Professor. Oder du lernst es selbst in der Natur, die Energien der Kraft der Natur zu nutzen. In der Kombination funktioniert es natürlich noch besser. Bewegungsform, Wald, Sonne und dann die Unterstützung jemanden anderen, der dich überladen kann. Das, was der Professor genauso mit mir gemacht hat oder auch die anderen Schüler, die bei ihm schon gelernt haben und das ebenfalls beherrschen, dass sie dich mehr oder weniger wie eine Steckdose anschließen und dann spürst du das schon, geht in deinen Körper rein, du kannst dir gar nicht helfen, wenn du locker bleibst und fällst um und bist in diesem spontaneous Healing und es beginnt in deinem Körper zu arbeiten. Jeden Tag wird es mehr und am dritten Tag war es auch schon mehr. Ich habe ja auch jetzt aufgenommen die heilende Kraft der Bäume, habe das auch auf meine Webseite getan, habe da vom Professor das 1:1 übersetzt auf dem YouTube-Channel Archi Research, weil einfach dieses Wissen in die Welt hinaus gehört, dass ihr es mal wirklich erkennen könnt, welche Kräfte eigentlich da sind. Wir haben ja früher, jetzt ist ja auch Ahsoka, die neue Serie gestartet von Star Wars. Ich war ja früher immer beeindruckt von diesen, die Macht, die Kraft in dir, von diesen Sätzen, was da verwendet wurde. Und dann habe ich eben erlebt, dass das auch real ist, dass es Kräfte gibt, die man sich gar nicht vorstellen kann. Er hat uns da teilweise auch Bilder gezeigt, der Professor, bei den einzelnen Webinaren, wo ich ja auch durch die Covid-Situation öfters dabei war, weil ich ja nicht so raus konnte oder nicht durfte. Und habe da regelmäßig teilgenommen und da hat uns vieles Informationen gezeigt, verbreitet, auch teilweise von Menschen, die sich verbrennt haben in einer Hitze, die durch natürliche Wege gar nicht zustande gekommen wäre. Also wenn das Feuer könnte das gar nicht leisten. Die haben sich mehr oder weniger die Energie nicht kontrollieren können und haben sich verheizt. Da ist nur mehr ein bisschen Asche übrig geblieben.
Wenn du die Energie, die was eigentlich im Universum da ist, anzapfen kannst und lernst, in der Natur zu nutzen, dann kannst du dich innerhalb von ein paar Sekunden überladen. Muss man halt kontrollieren können und muss man wissen, wie man das macht. Mir ist ja auch am dritten Tag so gegangen, nach dem Spontaneous Healing hat sich ja jeden Tag gesteigert auf dem Sommercamp, dass ich einfach komplett in so einer spontanen Heilung drin war und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr mit so meinem Bewusstsein in meinem Körper war. Bin dann hoch ins Zimmer, weil ich müde war. Zuerst heiß duschen, das war ein Fehler, habe ich nicht gewusst. Und dann bin ich im Bett gewesen, wollte ein bisschen schlafen und dann ist schon richtig losgegangen. Arme haben geflattert, Beine haben geflattert, die haben richtig zack, 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 so richtig gezittert und haben in die Höhe geschossen. Also wer so ein spontanes Healing schon erlebt hat, der weiß ja, was da passiert. Und ich habe mich abgepackt, habe gelacht, weil ich es witzig gefunden habe, bin dann wieder runter und habe mich halt dann von einem seiner Schüler, habe dem das erzählt, dass ich gerade wieder so ein spontanes Healing war. Und der hat mir dann geholfen, meinen Körper zu schließen. Wenn du da keinen hast, um mein Bewusstsein wieder in meinen Körper zu bringen, der dir da hilft, dann könnte es ein bisschen schwierig, ja, wenn du nicht weißt, wie du geistig wieder in den Körper landest, komplett und wieder bei komplettem Bewusstsein bist. Weil sie ja deine Hirnwellen von einem Alpha in einen Beta in einen Theta-Status wechseln, wo einfach dein Körper bei Selbstheilungsfähigkeit zugreifen kann, die bei bewusstem Zustand gar nicht aktivieren könnte. Und diese Phänomene gibt es ja nicht nur in der chinesischen Medizin, in der taoistischen Medizin, die gibt es ja auch bei Schamanen und so weiter oder bei den Yogis, ist ja ein weltweites Phänomen oder nicht ein Phänomen, das ist eine Wissenschaft, die man belegen kann, die der Professor auch aus der wissenschaftlichen Weise immer wieder erklärt, weil er einfach auch taoistische Medizin studiert hat mit über 50 Jahren. Warum? Weil ihm das nicht erklärt wurde, wie das funktioniert und er Fragen hatte. Und er hatte auch das, was ihm gelehrt wurde, hinterfragt, wie steht ein Baum, dir einen Baum vorzustellen, wo du eigentlich mit dem Baum direkt arbeiten kannst. Und er hat einfach dann gemerkt, wenn er das mit den Leuten in der Natur macht, mit den Bäumen zu arbeiten und ihnen das beibringt, was das verändert. Und dann ihm ist beigebracht worden, wie stehen wir einen Baum, stell dir einen Baum vor, als wenn du direkt mit den Energien arbeitest. Und das ist alles so enorm spannend, wenn du dann auch Aufzeichnungen siehst, die er uns da erklärt hat, von Pyramiden, die es in China gibt, von Funde, von den Genomen, die was vor Jahrtausenden schon bekannt waren. Also es wird dann auch einiges entdeckt werden in der Menschheit. Also vielleicht stammen wir vielleicht sogar irgendein außerirdischen Volk ab, wer weiß, keine Ahnung. Haben uns da teilweise auch schon Schädelfunde gezeigt, die gar nicht so einer Menschenform ähneln. Und das findet ihr alles auf dem Archie Research Kanal, natürlich in Englisch. Ich werde dann nach und nach vielleicht versuchen, noch mehr zu übersetzen, vor allem das, was ich am wertvollsten finde, was einfach hinausgehört. In dem Sinne war es auch schon wieder mit meinem Senf und meinem Wissen, was ich eben hier verbreite. Ihr könnt es, wie gesagt, auf meiner Facebook-Seite Archie Research da mehr finden, auf dem YouTube-Kanal Archie Research, den direkten von dem Professor oder eben auch dann von mir, von dieser Taoist-Medizin, die über tausende Jahre alt ist. Und dann werdet ihr vielleicht entdecken, dass manches, was da verbreitet wird, Humbug ist in Bezug auf die moderne Medizin. Und dass es Methoden gibt, die wirkungsvoller wären und die man aber nicht nutzt in der Kombination. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, ein geniales Wochenende, macht es gut. Bleibt mutig, kommt ein bisschen mehr aus euch heraus und geht euren Weg und bewegt etwas in dieser Gesellschaft. Es braucht einfach einmal Menschen, die mutig sind, die etwas verändern, die nicht nur irgendwas nachplappern, die auch einmal rausgehen und die Wahrheit auch bereit sind anzusprechen, auch wenn es Konsequenzen hat, genauso wie es bei mir auch war. Ich war mir nicht schuldig oder habe mich nicht schuldig gefühlt, dass ich einem Unternehmen oder einem Geschäftsführer meine Meinung gesagt habe, auch wenn ich gehen musste. Denn mir war das wert. Ich finde ein neues Unternehmen. Es gibt bessere Menschen, es gibt klügere Menschen, es gibt Menschen, die einfach gewisse Dinge hinterfragen, die nicht alles mitmachen, auch wenn es noch so verrückt ist. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, macht es gut und führt euch.